Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Vikings 2. Klar doch, wir halten immer zusammen. Hier lernen wir letztendlich auch unseren zweiten neuen Freund kennen, Scourge den Drachen. Wow, Hilfe, ein Piranha! Gut, dass er mich noch nicht gesehen hat. Oh oh, ich muss leider nochmal an ihm vorbei. Haha, blödes Vieh. Jetzt muss ich wieder einen ziehen lassen. Da ist er. Was redest du denn da, Olaf? Beljok ist dein Freund. Scourge ist so ähnlich wie Olaf. Ja, die Runensteine sind Teleporter. Man muss sich nur trauen, sie zu berühren. Vorsicht, hier nicht in die Ecke drängeln lassen. So, der blöde Piranha kann auf sein Abendessen verzichten. So, Olaf ist schon mal am Ziel. Wenn man Erik im allerersten Level sterben lässt, kann Scourge schon endlich lange fliegen. Olaf lernt, soweit ich weiß, nichts Neues dazu. Ich glaube, Fang kann dann sich irgendwie unsichtbar machen oder Stromstöße erzeugen, aber ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, tut mir leid. Aber hoffentlich aus Versehen. Der dämlichste Zauberspruch, den ich hier gehört habe. Ach, Scourge, hör nicht auf das, was Olaf dir sagt. Du hast es schon gehört, dass Beljok ein Freund ist. Ja, Vorsicht.
Das war knapp. Oh, ich hasse diese Magier. Sie gehören zu den ätzendsten Gegnern im ganzen Spiel. Das ist kein Scherz. Ja, wie kommt man wohl an diese Bombe? Tada! Huhu, weg da! Oh! Na los, aus dem Weg! Tja, dann müssen wir ihn eben in die Luft jagen. Er hat es so gewollt. Ich wusste, dass man hier sicher ist. Oh, jetzt ist er eingesperrt und kommt nicht mehr raus. Zumindest fürs Erste. Da oben wartet noch ein Magier. Ja, im zweiten Teil gibt es höchstens einen Schild pro Level. Erstmal aufbewahren. Ach, stimmt ja. Ja, muss man erst noch eine Wand aufrennen. Vorsicht, hier ist noch ein Magier. Na los, zeig dich. Jetzt nützt es zwar eigentlich nichts mehr, aber egal. Jeder übergibt wieder eine Zutat. Das ist gerecht. Ich werde dann jetzt doch wieder einen Schnitt machen.
Ja, gut gemacht. Das kannst du laut sagen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.